Moin, moin Leute, willkommen zurück bei Stardew Valley. Mal schauen, was die Kochshow heute zu bieten hat. Oh, okay, Kürbiskuchen. Alles klar, haben wir wieder was gelernt. Also ich weiß nicht, ich persönlich bin nicht so... Es schneit endlich mal wieder nicht. Ich bin nicht so der Fan von Schnee erstmal. Und ich bin nicht so der Fan von Kürbissen irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, bald sind wirklich sämtliche Früchte, die wir hatten. Obwohl, stimmt ja gar nicht, weil die Cranberries sind noch drüben und die Grapes, Grapes auch. Was haben wir hier? Buster. How are you doing? Ich hoffe, der Winter war nicht zu hart. Okay, bla bla bla. 10 Dinger Hardwood braucht sie. Okay, ich hoffe, sie meint dieses Hardwood hier. Ich will nicht, dass ihr Mann das sonst erfährt. Dass wir hier über irgendwelches Hardwood reden. Ist ja mein Künstlername. Ah, ich muss bei Willy eigentlich auch Bait kaufen heute. Wird sonst alles hier wieder sehr knapp. Obwohl, wir gehen ja heute nicht angeln. Dann reicht es nochmal für 2 Tage. So, da tauchen wir hier rein. Das wird ein guter Tag hier. 3 so eine Dinger schon mal gefangen. Jetzt müssen nur noch die Hühner auch mitgespielt haben und Eier gelegt haben. Back, back, back. Immerhin hat jeder ein Ei gelegt, das ist doch schon mal schön. So, dann sollen sie auch ihr Heu bekommen. Das haben sie sich ja jetzt verdient. Wer Eier legt, darf auch Heu bekommen. So, wenn dann bald die Enten dazukommen, dann wird das ja alles noch abenteuerlicher. Okay, die Dinger sind nicht ready. Schade eigentlich. Ich könnte diese Keks echt gut gebrauchen. Denn ihr wisst ja, wie viel Geld das jetzt inzwischen bringt, wenn wir das haben. Mo, mo, mo. Ja, ja, ja. Liebt mich. Liebt mich. So, und jetzt wird wieder hier gemolken. Ja, renn weg. Ach so. Die hat wirklich nichts. So, die hat aber eine große Milch. Die hat eine normale. Und du hast... Na, Mist. Ey, was? Oh Mann, 2 haben wieder keine Milch. Das ist nicht wahr. Ich raffel das nicht. Was ist das für ein System? Ah, ich wollte die beiden Bäume kaufen. Habe ich schon 100 Mal gesagt und immer wieder vergesse ich es. So, das Ding ist auch wieder fertig. Können wir direkt mitnehmen. So, Eier. Wir brauchen Eier. Und Käse. Wir brauchen Käse. Steine. Boah, kann ich ja wieder nicht mehr tragen. Weg damit. So, gießen kann ich aktuell nicht. Dann gehen wir jetzt nach oben. Erstmal zu Dingens. Zu Robin. Die wollte nämlich von uns Hardwood haben. Und sie soll es bekommen. 10 Stück können wir entbehren, ausnahmsweise. Ah, bin ich doof? 10 können wir entbehren. Das ist in Ordnung. Ah, heute ist Sonntag. Der fliegende Händler ist auch da. Ja, ich wollte eigentlich in die Wüste heute, ne? So, hier. Ah, ich wusste, auf dich können wir das Holz ist exactly bla bla bla. Und was kriege ich jetzt dafür? 500. Jetzt würde mich mal interessieren, wie teuer ist denn ein Hardwood so, wenn man es verkauft? 15. Ah, okay. Dann haben wir sogar guten Gewinn gemacht. Dann bin ich einfach mal zufrieden. Die Ancient Fruit ist geil, ne? Eine für 750, ey. Wenn wir daraus hier Wein machen, das ist ja eine Frucht, dann müssen wir ja noch mehr Geld machen. Das wäre geil. Ey, ich habe schon die Dollarzeichen hier in den Augen, wenn ich dran denke, so eine Ancient Fruit mal irgendwann da reinzupacken. Ah, da oben sind Würmer. Ich habe auch da oben rechts gerade Würmer gesehen, aber ich weiß nicht, ob ich da jetzt extra hinrennen soll. Ich glaube nicht. Ach, den Ring und so habe ich schon verkauft, okay. Im Community Center gibt es nur noch 2 Sachen, die wir machen müssen. Einmal diese ganzen Bundles dafür, das Futter-Bundle und so weiter. Und dann gibt es noch das eine Bundle mit den Quality Corps und wo die Enten-Eier noch fehlen und sowas. Also viel zu tun ist nicht mehr, dann sind die Wichtel höchst zufrieden und das Community Center wird hoffentlich wieder neu in Betrieb genommen. Das würde uns doch alle freuen. Hallo Haley. Sagst du Alex von mir hi? Danke. Ach Mann, die blöde Kuh. 5 Herzen noch immer.
Naja, morgen dürfen wir auch wieder ihr Geschenke unterbreiten. 22.000 Gold haben wir übrigens wieder. Oh, ein Häschen wieder. Die Hasen können ja auch so eine Hasenpfoten irgendwie verlieren. Oder vielleicht muss ich die dafür jagen. Ich weiß es nicht. Weil für das eine Bundle brauchen wir auf jeden Fall Hasenpfote. Und die muss man dann wahrscheinlich jagen, denke ich mal. Oh, eine Ancient Drum. Ein großes Ei. 400 ist ein bisschen teuer. Oh, Ziegenmilch. Kokosnuss, Poppy Seeds. Jetzt müssen wir mal eben schauen. Ziegenmilch. Wenn ich jetzt Ziegenmilch kaufe, fehlt uns trotzdem noch Wolle oder ein Entenei. Es ist sogar nur Goat Milk, das ist noch nicht mal große. Aber für 720, ne. Wir brauchen Large. Die brauchen wir in groß. Mann, Mann, Mann. Gut, was machen wir heute? In die Wüste fahren, oder? 12 Uhr. Lohnt sich noch. Hoffe ich. Ich hoffe, dass es sich noch lohnt. Und ansonsten wüsste ich nicht, was wir heute noch groß machen sollen. Im Winter ist halt echt... Oh, da oben ist ein Diamant wieder fertig. Im Winter ist halt echt wenig los irgendwie. So, den nehmen wir natürlich raus, damit die Maschine direkt weiterarbeiten kann. Und Mayonnaise und Käse können wir auch alles mitnehmen. Nimm mit, danke. So, dann haben wir nochmal goldene Käsendinger hier, goldene Mayonnaise. So, das läuft. Gut, ab in die Wüste. Mal schauen, was dort so noch geht. 1 Uhr ist es jetzt schon, ja, ist schon ein bisschen spät. Aber egal. 500 wieder ausgeben für das Ticket. Ist immer teuer, finde ich. Aber gut, die Wüste lebt. Kennt ihr den Film? Mit den besoffenen Tieren. Ist richtig gut. So, jetzt wächst hier auch mal wieder ein bisschen was. Und direkt zweimal goldene Sachen aufgesammelt, ey. Grants mal wieder hier den Lucky Punch gehabt. Oh ja, heute ist wieder richtig viel hier unterwegs. So, eine normale Kaktusfrucht und nochmal eine goldene Kokosnuss. Wer hat die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Ja, okay, ich höre schon auf zu singen. So, Steine. So eine Dingens. Und Seeds. Ganz ehrlich, obwohl Steine finde ich ja eh noch mehr als genug. Aber auf die Seeds habe ich keinen Bock. Ja, da oben, wie soll ich denn da hinkommen? Obwohl, warte mal. Yay! Haha, like a pro, oder? Muss man mir lassen, da war ich erfinderisch. So, Level 1 fangen wir wieder an, ey. Ich weiß nicht, wie ich auf Stufe 25 kommen soll. Vielleicht können wir es irgendwann mal schaffen. Vielleicht aber auch nicht. Okay, ich darf wieder den Ausgang suchen. Und jetzt sind wir um 2 Uhr hier reingegangen, also... Wenn wir mal ganz ehrlich sind, ich glaube nicht, dass wir heute auf Level 25 kommen werden. Und wenn doch, dann weiß ich auch nicht, wie wir das hingekriegt haben. So, direkt ein Level runter. Eisen liegt da vorne. Nehmen wir mit. Ehrensache. So, noch mehr Eisen. Und natürlich wird der dicke Slime, der ist sogar so schön in die Ecke gedrängt. Schade. Na kommt. Zwei kleine Slimes kamen da raus. Ja, na klar, haut der eine mich, oder wie? Boah, ey. Manchmal könnte ich das Spiel auch recht umbringen, ey. Denkst du an nichts böse, kommen Slimes und töten dich. Na, getötet haben sie immerhin nicht, aber... Ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Ach komm schon, bitte. Kann er nicht angehen. Ich finde den Gang wieder nicht. 4 Uhr abends und wir sind in Level 2. Richtig gut. Nicht. Hier ist er.
Ja, also mit der Iridium-Spitzhacke könnten wir noch mal ein bisschen schneller sein. Aber ob sich das lohnt? Ja, doch, das lohnt sich. Früher oder später brauchen wir die ja eh auf Iridium-Level. Also brauchen wir vielleicht nicht, aber irgendwann möchten wir ja alles auf Iridium-Level haben. So, hier ist noch mal Aquamarin. Der Käfer, ey. Die unbesiegbaren Käfer. Boah, lauf. Haha. Ich dachte, der erwischt mich, ne? Aber nein, wir sind schnell genug gewesen. Vielleicht erhöht das Glück ja auch dann die Chance, dass man den Ausgang findet. So, wir kloppen mal die kaputt zuerst, die nur einen brauchen. Und ich hoffe, dass die Iridium dann alles mit einem macht. Das wäre auf jeden Fall eine deutliche Qualitätssteigerung dann. Weil jetzt hier schon wieder zwei zu brauchen, das ist nervig. Und es kostet halt auch einfach Energie, ne? Ich meine, gut, wir haben noch die Hälfte Energie jetzt ready, aber man wird sich ja wohl nochmal beklagen dürfen, ne? Ich finde hier echt den Gang wieder mal nicht, ey. Und es ist schon langsam, aber sicher echt spät. 5 Uhr abends. Ach Mensch. Okay, Omni-Geodes, toll. Aber ich will den Gang finden. Ja, zum Glück habe ich keine Bombe benutzt, ey. Ich hatte erst überlegt, ob ich eine Bombe legen soll, aber das wäre schon wieder total die Verschwendung gewesen. Und jetzt kommen wieder direkt diese scheiß Mumien, oder wie? Boah, ey. Warum die Mumien? Sind gar keine. Okay, ich habe nichts gesagt. Das heißt, ich muss einfach nur den Gang finden. Aber ihr habt ja gesehen, wie lange das dauern kann. Hier sind Mumien. Aber hier ist auch ein Rucksack. Ach, ehrlich? Man kann auch hier die Rucksäcke nur einmal plündern. Das finde ich richtig dumm. Du musst doch eh jedes Mal wieder von oben anfangen. Das ist Verarsche, ehrlich. Ich hatte mich jetzt so gefreut, dass wir jetzt immer hier lang gehen können. Oh. Dass wir immer wieder hier Kohle finden können. Denkste Püppchen, ey. Toll. Wie viele Level gibt es denn hiervon überhaupt? Auch unendlich? Oder was heißt unendlich? 100 waren es ja im anderen. Aber das schaffst du ja hier eh nicht an einem Tag, 100 Level runterzukommen. Gehe ich mal von aus, dass man das nicht schafft. Ah, du nervst, weißt du das? Okay. Ich glaube, ein Level gehen wir noch runter und dann, ja, weiter schaffe ich es, glaube ich, echt nicht. Wie spät? 7:30 jetzt schon. Der Tag neigt sich ja schon wieder dem Ende. Habe ich heute die Iridium-Dingens deinen Auftrag gegeben? Ich glaube ja. Kein Iridium heute gefunden. Schlechter Tag. Schlechter Tag. Oh, ich bin auch noch erschöpft jetzt. 17 noch. Ah, nee. Wir gehen dann einfach raus. Also, wir haben so viel hier rumgehackt, dass es echt wow, dass es uns echt kaputt gemacht hat. Ja, dann müssen wir jetzt ja sowieso nach Hause und dann ab ins Bett mit uns. Bier, 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 Bett, 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 würde ich sagen. Das ging schneller als erwartet, ey. Krass. Wenn man überlegt, wie viel wir sonst zu schaffen. Naja. Hat die Pam jetzt auch wieder ein bisschen früher Feierabend? Die freut sich. Also, die 78 Steine. So. 4 Stück. Kommt her. 1, 2, 3, 4. So, dann werden die Auberginen hier natürlich wieder noch gemacht. Wir hatten doch eine Cave Carrot hier. Zack. Boah, 136 Pilze habe ich jetzt schon. Krass. Wofür habe ich eigentlich hier League und so eine Scheiße noch?
Ich weiß es nicht. Alles noch von früher einmal aufbewahrt. Ich habe keine Ahnung wofür. Aber man weiß ja nie, wann man irgendwelche Sachen nochmal gebrauchen kann. So, 18 Geodes haben wir schon wieder. Krass. Da kann ja auch Iridium drin sein. Okay, Leute. Boah. Ich bin echt mega im Arsch, deswegen würde ich sagen, hauen wir uns jetzt wieder hin. 9 Uhr abends, wir gehen heute ein bisschen früher ins Bett, aber ganz ehrlich, muss auch mal sein. Morgen, dann Tag 22, bin ich sehr gespannt. Wir haben heute mal wieder, so, 6500. Ey, das ist trotzdem eine Hausnummer. 80 Stein, ach, ein Stein bringt auch 2 Gold. Cool, gut zu wissen. Ja, ansonsten, das meiste Geld haben wieder die Sachen hier gebracht, die wir so hier... Oh, Pickled Eggplant. 2550. Das ist schon mal geil. Das ist schon mal richtig geil. Ja, wir machen hier nach und nach echt gut Kohle. Kann man nicht meckern, würde ich sagen. Kann man nicht meckern. Wir sehen uns morgen wieder. Dann die neue Woche, die letzte Woche im Winter. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.